Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wir gehen mal kurz unsere Krisen durch, um den Trend zu sehen. Also, die... Ihr wisst schon. Einer meiner Nachbarn wäscht gerade Wäsche und das ganze Haus verhängt. So, hier hat sich kaum was getan. Asthma-Epidemie geht runter. Fettleibigkeit. Oh ja. Ja, schön. Das geht runter, das ist sehr schön. Das mit den Krankenhäusern hat sich wenig dran verändert. Alkoholmissbrauch geht weiter steil nach unten und wird auch noch, der Effekt wird auch noch größer. Hier werden. Das ist gut. Organisierte Kriminalität, nichts passiert. Dann müssen wir in die Kriminalität geht runter, bitte. Bei der organisierten Kriminalität werden wir nicht an den Geheimdiensten vorbeikommen. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber wie auch sonst, wenn man davon ausgeht, dass organisierte Kriminalität international ist. Ja. Das wird wahrscheinlich einfach schwierig mit Polizei. Ja. Ghettoisierung geht auch langsam nach unten. Sehr schön. Das ist ja eine Frage der Gleichberechtigungsgeschichte. Ich glaube, dann hat sich das auch erledigt. Dann könnten wir mal uns das Krankenhaus angucken oder die Arbeitsbedingungen von den Ärztinnen. Ja. Healthcare Demand sollten wir uns angucken, weil das begünstigt das vor allem. Ja, na dann. Und der Healthcare Demand ist hoch. Alkoholmissbrauch spielt da rein. Da haben wir ordentlich was gegen getan. Warte mal, ich sortiere mal. Einwanderung. Hm. Die Fettleibigkeit. Wo wir auch bei sind. Also Technologie begünstigt das. Aber da möchte ich wenig dran hin. Und Tabakkonsum. Gegen Zigaretten haben wir noch nichts gemacht. Ne? Nee. Haben wir aber auch Zeug für. Ich glaube auch. Ja. Vielleicht. Wir haben eine Steuer. Ja, komm, dann lass uns das über die Tabaksteuer regeln. Rauchen für die Bildung, für das Sozialsystem. Rauchen für die Bildung. In dem Fall rauchen fürs Krankenhaus wahrscheinlich. Aber rauchen fürs Krankenhaus. Also da würde ich jetzt so, wir haben 20 Kapital. Ich würde an die Grenze gehen, dass wir 8 ausgeben. Ja, oder, kann man machen. Oder nee, kann man machen. Direkteur. So 2 Milliarden wären schon ganz schön, da stehen zu haben. Dann können wir auch direkt auf 2,68 gehen. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, ne? Würde ich hier eher an die Grenze gehen, dann haben wir ein bisschen Einnahmen, aber haben noch politisches Kapital, um anderes Zeug zu machen. Ja, wir können auch noch mal gucken, ob es noch irgendein Programm gibt, so ein Anti-Rauch-Programm. Gibt es bestimmt, aber ich würde jetzt erst das erhöhen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur, dass wir das ein Stück koppeln. Ja. Da habe ich auch was gesehen. Ich glaube, es war hier. Tobacco Awareness Campaign. Kostet relativ wenig. Ist locker aufgefangen durch die Mehreinnahmen, durch die Tabaksteuer. Finde ich gut. Und die Mehreinnahmen für die Tabaksteuer, also würde ich gerne umsetzen. Ja. Und jetzt könnten wir überlegen, ob wir uns mal um die Technologie-Colleges kümmern, weil wir ja jetzt gerade ein bisschen Einnahmen generiert haben. Okay, ich mache das hier mal voll und jetzt, das war Public Services, Technology Colleges, also die Fachhochschulen. Entweder die oder die Erwachsenenbildung, da weiß ich aber nicht, ob das wieder nur so eingegrenzt war für, nee, ich glaube noch weiter, wo sind sie denn? Da, Erwachsenenbildung haben wir nicht mehr genug politisches Kapital für. Ah ja. Aber Fachhochschulen schon. Komm, los. Okay.
Bin ich gut? Wie hoch willst du sie? Aufgrund unserer Problematik mit der Technologie würde ich hier noch nicht so hoch gehen. Wir müssen gleichzeitig was für die allgemeine Weiterbildung machen, damit uns die Arbeitslosenzahlen nicht um die Ohren fliegen. Ja, so ein kleines Stück hoch, dass wir genau bei 1 Milliarde sind? Ja, das finde ich gut. So, das steigt auch erst langsam. Education und Technology steigt langsam an, aber ja. Okay. Mhm. Und dann nächste Runde. Wir sind wieder bei 0. So. Ah. Ein Dilemma, aber ich glaube ein einfaches. Wir müssen einen UN-Botschafter bestimmen. Unser UN-Botschafter zieht sich in den Ruhestand zurück dieses Jahr und wir müssen einen Nachfolger benennen. Wir haben dann einmal Tonya Robinson, eine Patriotin, die sich mit Händen und Füßen für unsere Interessen in der EU und mit Ellbogen durchsetzen wird. Sie ist die logische Wahl der Patrioten in unserem Land und der mehr konservativen Bürger. Sie ist historisch gegen Auslandsförderung oder Auslandshilfen und bevorzugt bestrafende Zölle, Importzölle. Sie ist international nicht sehr populär und wir haben Dennis Gonzalez, er ist eine bekannte Figur in der, auf der internationalen Bühne mit einem Ruf für dafür, dass er komplizierte Probleme löst durch Kompromisse und Verständnis. Ein wahrer Internationalist, er ist beliebt bei Liberalen und Sozialisten in unserer Gesellschaft und bei den ausländischen Führungspersönlichkeiten. Ich würde okay, Dennis Gonzalez. Ist ja echt nur eine Typfrage. Was für ein Typ Verhandler, Verhandlerin wollen wir denn gerne da haben? Und was möchten wir, dass diese Person international repräsentiert von dem Land, das wir gerade versuchen zu begleiten? Und du sagst Dennis Gonzalez. Ja, ich würde. Guten Abend, Goldigold. Schönen guten Abend, dass du auch vorbeischaust. Das freut mich sehr. Ja, ich bin für Dennis Gonzalez, weil beiden Argumentationen kann ich natürlich folgen. Das, was du sagtest, welche Gruppe, was wollen wir auf der internationalen Bühne vertreten haben? Ich bin der Auffassung, wenn wir jemanden haben, der zwar kämpft für unsere Interessen und halt so in Richtung geht, die Auslandshilfe ist nicht gut und wir wollen Einfuhrzölle, dann geht das halt auch in eine Sache der Isolation. Mhm. Die andere Sache ist halt so, wenn wir gut angesehen sind bei anderen Nationen, gibt es auch eher die Möglichkeit, dass dort auch investiert wird und dass Geldflüsse von außen entstehen. Und deswegen wäre ich, also aus diesem Grund, das ist also auch ein wirtschaftlicher, nicht nur, weil ich auch eher mit der politischen Linie, die bei Dennis Gonzalez beschrieben wird, übereinstimme, auch aus diesem Grund. Mhm. Ich stimme dir zu, auch da gibt es wenig, was ich ergänzen kann. Jetzt wäre die Frage, ob die Menschen im Chat das ähnlich sehen. Damit es unser gemeinsamer Botschafter wird. Ja, also, machen wir das. Select. So, was passiert? Sozialisten plus 2, Liberalen plus 2, Patrioten minus 5. Foreign Relations direkt plus 5. Das finde ich sehr, sehr gut. Genau. Super. Ich sehe gerade hier im Chat geht es ein bisschen. Okay, es werden Dinge erklärt. Goldigold sagt: ich verstehe zwar das Spiel nicht, ich kann mir nur denken, dass mein Staat untergehen würde. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Deswegen ist es ja auch ein Spiel, der kann mehrfach untergehen. Mhm. Aber deswegen machen wir das auch und dass wir uns den Kopf mal darüber zerbrechen. Es ist
Bei den YouTube-Kommentaren war des Öfteren mal was dabei, wo jemand gesagt hat, um Gottes Willen, ich kann mir nicht vorstellen, das nach Feierabend noch zu spielen. Dem würde ich auch folgen. Zu einem Stück weit, aber es ist irgendwie, es ist auf jeden Fall kein Spiel, was ich zur Entspannung spielen würde. Definitiv nicht. Ja, aber es macht Freude. So, das ist unser Chart, da könnten wir auch mal drauf gucken. Die Weltwirtschaft ist am Heruntergehen und unsere Relative ist der korrigiert gegenüber der Weltwirtschaft? Sieht so aus. Geht hoch. Das ist schön. Unsere Schulden auch. Ja, der Plan ist ja, dass die Schulden wieder runtergehen irgendwann. Ja, der Plan. Genau. So, kurz einmal auf unsere... ich lese gerade, einige entspannen beim Zugucken. Das freut mich total, dass euch das entspannt, wie wir uns die Köpfe zerbrechen. Und ihr dürft gerne mit zerbrechen. Wir hören ja auch auf euch. Lieber alleswissende Chat. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz unsere Probleme an. Die nicht... Das Ding hier. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Geht schon ein wenig runter. Unsere überfüllten Krankenhäuser auch ein ganz klein wenig. Die Asthma-Epidemie hat stagniert. Mit einem vielleicht ein kleiner Trend nach oben. Fettleibigkeit. Oh! Was ist denn da passiert? Wir brauchen jetzt als nächstes die Fahrradkampagne. Ja, wahrscheinlich, ne? Was ist da passiert? Das ist gut. Oder verpflichtender Schulsport. Stimmt. Alkoholmissbrauch. Sehr schön. Geht weiter runter, ist aber am Abflachen. Da würde ich. Vielleicht sollten wir schon bald die Alcohol Awareness Campaign ziehen. Ja, die würde ich auch noch machen. Hab gerade einen vorsichtigen Blick auf die Uhr geworfen. Ah. Dass wir noch so ein paar Sachen umsetzen, dann muss ich euch leider verlassen heute. Alles klar. Ganz schnell hier, organisiertes Verbrechen hat sich wenig geändert. Straßenbanden ganz leicht nach unten und die Ghettoisierung geht ganz langsam runter. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, Alcohol Awareness Campaign und dann das, worum wir nicht drumrum kommen, der Geheimdienst, um die organisierte Kriminalität in den Griff zu kriegen, oder? War so, weil das kostet uns auf so vielen Sektoren jetzt einfach Geld und wir sind mit dem Defizit gleich geblieben. Ja, es ist zumindest nicht viel schlimmer geworden. Es ist ein klein wenig besser geworden. Nee, haben wir Alcohol Awareness Campaign eingeführt? Wahrscheinlich. Warte. Kann ich ja hier gucken. Alcohol Consumption sollte... Alcohol Awareness Campaign haben wir eingeführt. Ja, haben wir eingeführt. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Geheimdienst an. Es ist einfach zu spät. Wir können nichts dafür. Vielleicht, wir können das hier noch ein Stück hochziehen, weil die Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität sind schon immens. Ja. Ist gar nicht so teuer, wie das noch in Frankreich der Fall war. Also, ja, gar nicht so. Ich würde ihn auf 1,8 nehmen. Ja. Ja, das finde ich gut, weil das ist wirklich. Ja, damit wir was gegen die. Und ich sehe jetzt gerade auch im Chat, ich würde jetzt in Panzer finanzieren, egal welches Spiel das wirkt, man braucht nur mehr als der Feind. Weiß ich nicht.
Wir können auch nicht direkt den Panzer finanzieren, wir können nur unser Militär unterstützen und wir können leider, ich bin relativ froh darum, in diesem Spiel gibt es keine Funktion, dass man jemandem einen Krieg erklären kann. Jedenfalls noch nicht. Also es werden wahrscheinlich DLCs rauskommen, aber... Schlussendlich, die Militärausgaben hält man niedrig, wenn der diplomatische Service gut funktioniert und die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Nichtsdestotrotz kommt man um eine ausreichende Absicherung nicht umhin. Ja. So. Genau, und das ist auch nochmal ein großes Thema. Wir haben noch 11. Es wäre jetzt so, wir haben unser Defizit gehalten. Ich hätte jetzt gesagt, 22 können wir machen. 22. Ich hätte jetzt gesagt, zum Schluss, weil die Grüne zeigt es mir an, ich würde tatsächlich was auf die staatlichen Schulen draufwerfen. Ja. Wir geben dann trotzdem mehr Geld aus, aber ich finde es total wichtig, dass das hier... Bei der Bildung noch was hochgeht, weil das hat auch eine gewisse Latenz. Mhm. Und es hilft gegen die Arbeitslosigkeit und zwar sofort, ohne Latenz. Ja, finde ich gut. Ich würde da halt, warte, wo waren wir? 9,27. Also, Horsti, es gibt mehr Kohle. Mhm. Er hätte jetzt gesagt, dafür dann tatsächlich so 11,5. Ja, Student Laptops finde ich doch mal ganz gut. Ich finde, das passt auch gut zu dem Gespräch, das wir vorhin hatten. Ja, mehr OER, mehr Open Educational Resources. Genau, und dafür brauchen aber die SchülerInnen auch die Möglichkeit, das auch benutzen zu können. Ja. Also. Also ich kenne Lehrer, die haben erstmal für ihre SchülerInnen Computer besorgt in den letzten Monaten. Ja. Ich finde das auch tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache. So, wir haben jetzt tatsächlich unser politisches Kapital ausgegeben. Mhm. Sind jetzt hier von der Zeit. Wir haben unser erstes Jahr hinter uns gebracht. Wir haben 4 Runden gemacht, sind noch 16. Das ist jetzt die fünfte. Bevor ich auf das Ding gucke, unsere Umfragewerte sind toll. Und Kompass würde ich gerne gucken, wo wir hingegangen sind. Ich nehme mal die Voter weg. Wir sind hier so, gehen weiter nach liberal und ein klein wenig weg vom Kapitalist. Hätte nicht gedacht, dass wir eine Antikapitalismus, also wirklich Anti ist es ja nicht, aber dass wir diese Richtung einschlagen. Ja, was es uns einfacher machen würde, wäre tatsächlich, wenn wir ein Wahlprogramm hätten beispielsweise. Also wenn man so 5, 6 Kernsachen hat und an denen orientieren sich alle anderen politischen Entscheidungen. Wir gehen gerade völlig anders vor, ja. was sich auch logisch ergibt. Wir nehmen uns das Problem und überlegen uns dann, wenn wir das Problem haben, wie wir das positiv beeinflussen können. Und sind da aber auch dazu in der Lage, dadurch, dass wir kein festes Wahlprogramm haben, mal so oder mal so zu entscheiden, was für uns irgendwie argumentativ sich eher ergibt. Hm. Ja. Und ich suche ein bisschen freier, aber vielleicht ergibt sich daher auch dieser Schwenk. Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, Voting Intentions sieht im Moment gut aus, aber wir sind immer noch defizitär. Und es wird zunehmen. Mal gucken, was passiert, wenn wir anfangen, unser Defizit abzubauen. Vielleicht sind wir dann gezwungen zu koalieren und diese Mechanik, darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Ja. Aber okay, Romy, dann würde ich sagen, ich mache mal hier Safe Game. Und das nennen wir Huch. Welchen haben wir denn heute? Heute war der 11. 2020 0811 Stream Safe. Okay, dann machen wir jetzt nicht nächste Runde, sondern diesen Knopf drücken wir dann nächste Woche Dienstag. Das ist der 18. Ja. August. Da gibt es wieder Dienstagspolitik mit
der wundervollen Romy Höhne, die mich immer mit der Anwesenheit und euch auch mit ihrer Anwesenheit beehrt. Und dann, weil Romy heute ein bisschen früher weg muss, machen wir an dieser Stelle morgen. Feierabend. Ich muss eher morgen ein bisschen früher weg. Ach so, ja, okay. Leider, ich danke für Democracy 4. Das ist super spannend. Mein Kopf braucht, glaube ich, noch eine Weile. Und ich vermute, dir und euch geht es auch nicht viel anders. Ja. Nächstes Mal werden wir dann noch mehr mit der Darstellung spielen. Ja. Haben wir nur am Anfang und dann jetzt gar nicht mehr. Das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist schön. Hier wird sich bedankt im Chat. Danke für den Stream. Clap, clap. Macht sehr viel Spaß mit euch. Macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Schön, dass ihr da wart. Das ist toll. Das letzte Wort hat Romy. Vielen Dank. Kommt gut durch die Nacht. Kommt vor allem gut klar mit der Hitze. Bei mir sind 29 Grad. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen kälter. Ich freue mich auf nächste Woche. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.